Was soll ich damit machen? Das geht auch persönlich. So schaffe ich nicht. Mit jedem Bissen werde ich immer trauriger, dass er gleich zu Ende geht. So, Shababs und Banats, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viele haben mich angeschrieben, Schorro, wenn du in Istanbul bist, bitte besuch die beiden Shababs, Abu und Bali, Kips Haram. Und da sind auch schon die beiden Shababs. Hey, bist du nicht Schorro 45? Was? Ich bin Schorro 45. Aber wie geht's euch? Wie geht's euch? Machen wir nochmal. Ja, komm, den Move vor. Ich kann's aber nicht mehr so gut, leider. Ja, warum? Ich hab's verlernt. Können wir gleich noch mal ein bisschen üben. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wie das Licht euch? Macht mich ein bisschen nervös, ich sag dir, wie es ist. Wenn warum? Du dich traust, wenn du dich traust, im Laden diesen Tanz zu machen, bist du der krasseste überhaupt. Ich habe gestern schon im Laden getanzt. Ich kann nicht heute noch mal im Laden tanzen. Ja? Irgendwie war ich dann auseinander. Ey, ihr lebt jetzt seit kurzem hier in Istanbul? Genau. Ja? Schorro Abi kam zu mir und er meinte, guck mal, Abu Julsi, zeig mir das süßeste Restaurant, was du auf Lager hast, wo wir so ein richtig romantisches Dinner halten können. Genau. Deswegen führe ich den Bratan jetzt hier aus zu Bayram Oglu. Was ist das Besondere hier an dem Dönerladen, dass du mich hier hinführst? Also zuerst einmal würde ich sagen, der Service, die Mitarbeiter sind geisteskrank lustig und so. Ja. Die behandeln dich so, als wärst du wortwörtlich der König. Man sagt ja so, Kunde ist König, aber dort steht das Größte. Und du, was sagst du? Und das Essen schmeckt auch krass. Ich finde das Fleisch sehr, sehr saftig. Mhm. Und Bro, was soll ich sagen, was ich gemacht habe? Ich dachte, das Fleisch ist saftig. Ey Jungs, halt mich hier raus! Sag aus dem Google. Groß war auch krass. Ey, das machen wir gleich drinnen. Okay. Wie viel Google-Bewertung hat der? Einfach knappe 17.000 Bewertungen. Und das ist eine Ansage. 17.000 Google-Bewertung, knapp 17.000 Google-Bewertung ist krass. Und wenn ihr jetzt das Video zuschaut, wenn wir hier fertig sind, und die Leute, die schon mal da waren, ihr könnt ja auch noch mal eine Bewertung drauf knallen. Vielleicht schaffen wir 18 Fünf-Bewertungen. Ja, voilà, das wäre krass. Und Bro, das Heftige ist ja auch, Geschmäcker sind ja voll verschieden. Und dass sich das so hält mit 4,5 Sternen, ich finde das voll krass. Also dass der Mehrteil der Leute gleich am Anfang. Hast du die Bewertung auch durchgelesen bisher? Ja, ja. Was sind keine Fake-Bewertungen? So nein. Afiat Olsun, Hilal Olsun, Kolei Gelsin und so. Weißt du, woran? Maschallah. Bro, weißt du, woran man merkt, dass es keine Fake-Bewertungen sind? Zum Beispiel, wir haben das Video gedreht hier. Ja. Dann haben uns Leute privat geschrieben, ey, ich will jetzt unbedingt nach Türkei, um diesen Döner zu essen. Also die wollten nach Türkei, nur um diesen Döner zu essen. Ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr hier in Istanbul seid, schaut auf jeden Fall vorbei. Und die Leute, die da waren, lasst auf jeden Fall nochmal eine Bewertung da auf Google. Wäre nice nach dem Video, wenn wir 18,5 Google-Bewertungen schaffen. Das wäre krass. Und natürlich 20.000 Likes unter dem Video. Inshallah. Und vielleicht drücken die dann dir ein paar Prozente ab. Mit Charo 10 gibt es demnächst Rabatt auf den Kebab hier. Einen? Komm, gehen wir mal rein, Leute. Maschallah, hier ist. Die Brist chillen, Digga. Hier ist Maschallah, richtig, was los? Danke. Gibt's uns den krass? Oh, Problem. Problem. Schau, Problem, Abi. Aywa. So, Abi. Maschallah, wir haben gerade mal Platz genommen. Habe ich gesagt, gib uns bitte 10 Minuten, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um die Mikrofonkamera einzustellen. Zeig ist der Tisch hier voll. 2 Sekunden später, er kommt einfach und stellt trotzdem das Essen hin. Genau. Ich würde vorschlagen, wir bestellen erst nochmal Kebab. Was bestellt ihr mal, oder nicht? Ja, Portion Döner. Portion Döner. Ja. Er bringt dir dann so, das gibt's nicht. Wow. Portion Döner. Und dann, bringt er dir so Fladenbrot, er bringt dir Fleisch, dies, das. Klammer. Und dann machst du dir so eigene. Ich würde vorschlagen, wir bestellen direkt hier bei den Abi. Tristan steht auf, fängt mal Bill ein. Abi. Welch? We'll be right back.
Wie oft seid ihr? Mit wem wart ihr schon alles hier? Wir waren am ehesten nur einmal hier. Aber es war so lecker, Malik und ich. Also, wir haben hier Video gedreht. Es war richtig lecker. Wollt ihr weit weg von hier? 40 Minuten mit Auto. Oh. Ja, ich war ein bisschen weit. Das ist weit, ja. Du wolltest gerade sagen, wenn der so gut wäre, hätte jeden Tag hier hören. Das meine ich ja. Ja. Ist aber wirklich gut. Wallah. Aber die Fahrt lohnt sich hier hin. Safe, finde ich. Auf jeden Fall. Das Ding ist auch, es ist halt an und für sich eine geile Experience. Es ist eine geile Atmosphäre hier, würde ich sagen. Geile Atmosphäre, hier ist richtig was los. Ne? Ja, ja. Du weißt ja, ob der Tristan gleich die Kamera ein bisschen schwenken kann. Hier ist richtig was los, ne? Schade. Aber ich muss dir vorstellen, Aldo hat hier 4 Portionen gegessen oder so, obwohl er in der Diät war. Ja, solange er das Brot weggelassen hat und die Pommes nicht angepasst hat, geht das. Pommes habe ich angepasst, aber ein Kritikpunkt, die Pommes fühle ich nicht so krass. Die sieht mir auch ehrlich gesagt nicht appetitlich aus. Da fehlt Salz. Die Pommes lassen wir da, wo wir die ist gut. Voila, die ist gut. Wirklich? Voila, die ist gut. Da ist noch kein Salz drauf. Krass. Die ist richtig gut sogar. Aber das sind so handgemachte süße Pommes, gell? Aber leckere. Voila, leckere. Probier mal. Was soll ich damit machen? Where? Hä? Oh! Oregano war das. Digga, was passiert hier, Jungs? Assalamu alaikum. Da ist der Boss hier, der Lombard. Nein, jetzt hast du. So, und ich glaube, wir dürfen jetzt kein falsches Wort sagen. Warte. Wir dürfen jetzt, glaube ich, kein falsches Wort sagen. Wir werden gerade vor den ganzen Kellner umzingeln. Witzig, oder? Einfach hier kommt Manager, hier Chef, in der Produktionsleiter. Was ich noch zu den Pommes sagen wollte, ne? Das schmeckt wie diese Ausländer-Pommes, die man damals in Ausgemachte, das sind ausgemachte Kartoffeln. Wie findest du die Pommes, Mister? Guck mal, es ist eine geile Kartoffel. Solange die warm sind. Es ist eine geile Kartoffel. Aber es hat nicht viel mit Pommes zu tun. So, Friends. Dieses Video wird präsentiert von Manscaped, der globalen Marke für Männerpflege. Und zwar, ihr wisst, mein Großvater hat gesagt, wenn Haare wichtig wären, würden sie uns nicht am Arsch wachsen. Deswegen trage ich wirklich mit Stolz meine Glatze und trimme mir hin und wieder die Brust- und Rückenhaare. Manscaped ist daraufhin aufmerksam geworden. Die haben mir eine Box zukommen lassen. Und zwei Produkte sind mir wirklich ins Auge gestochen. Und zwar ist es zum einen dieser Trimmer hier. Das Schöne daran ist, der hat eine Reiseverriegelung. Dafür musst du dreimal schnell draufdrücken. Du kannst dich im Dunkeln damit dein Body trimmen, weil da eine LED-Taschenlampe drin ist nochmal. Und was nochmal wirklich sehr, sehr gut dran ist, der hat eine Skin-Safe-Technologie. Das heißt, du tust dich nicht pieksen, verletzen oder sonst dergleichen. Du kannst damit wunderbar deinen ganzen Body trimmen. Feier ich. Sehr, sehr starkes Produkt. Ah, das Wichtigste, Shababs, bei diesem Trimmer, der Akku hält wirklich, sage und schreibe, 90 Minuten. Ihr habt richtig gehört, 90 Minuten. Ich bin auch bei meinem Friseur hin und wieder. Da sage ich, dann mach mir bitte die Ohrenhaare weg. Dann kommt ein bisschen Wachs und zieht er mir die Ohren richtig lang. Darauf habe ich auch keinen Bock mehr, Sarah. Ja, der Einzige, der mir nur noch die Ohren lang ziehen darf, ist mein Vater. Deswegen werde ich demnächst meine Ohren- und Nasenhaare nur noch mit diesem Trimmer wegmachen. Sarah, deine Zeit ist abgelaufen. Und Abu, wenn du die nächste Wette verlierst, werden dir damit nochmal die Haare rasiert. Du weißt, wir haben noch eine Challenge offen. Und ihr Leute, mit dem Code BEASTKITCHEN kriegt ihr jetzt 20% bei Manscaped. Schaut da vorbei, vielleicht ist noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk mit dabei. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye, bye. Ist da Sellerie drin? Hier ist Sellerie. Ist da Sellerie drin? Ey, Bro, weißt du, was ich letztens von mir gelernt habe? Ich mag diese Zwiebeln gar nicht, aber die roten mag ich. Warum? Ich weiß nicht. Ja, die sind krass, Bruder. Findest du die sind besser? Geil, die sind geil, ich Mann. Ich weiß nicht, Bro. Voila, die sind geil. Komm, Probi, gib dir nochmal eine Chance. Du weißt, so roh essen? Gib dir nochmal eine Chance. Du weißt, als ob du es dir in den Mund nimmst. Bruder, mit Sumak. Gib dir nochmal eine Chance. Schmeckt nicht, gibt's nicht. Bismillah und rein damit. Komm, Mann, was ist los mit dir? Allahu Akbar. Papi, Chulo. Bismillah. Herr Wallah, das schmeckt nicht so schlecht. Sag ich doch. Gib doch eine Chance. Ich dachte aber, die sind ungenießbar. Man kann die nicht so essen. Nein, Mann. Die sind geil. Wallah, sind geil. Das Ding ist, als ich hier war,
wurde ich schon gut behandelt, aber du wirst noch besser behandelt. Weißt du wieso? Weil du über 100.000 Abonnenten hast. Ja. Und bei 200.000 Abonnenten gibt es immer eine bessere Stufe. Genau, genau. Es geht immer weiter nach oben. Also, wenn YouTuber mit 1 Million Abonnenten hier vorbeischaut, machen sie den Namen zu. Die machen kurz zu, nur mit alle tanzen alle. Letztens, wir haben kein Granatapfelsirup bekommen. Ja, auch kein Oregano bekommen, ne? Diese Zwiebeln da. Harika, harika döner, nefis döner. Harakat, harakat. Harika, harika. Harika, maşallah. Harika, çok güzel döner. Ne zaman buraya geliyorsun? Warte mal, gibt's Matrix, Matrix. Bro, Walla, das sieht sehr stark aus. Bro, bitte, wie saftig sieht das Fleisch aus? Das sieht sehr stark aus. Boah. Gleich werden hier wilde Dürrungs zubereitet. Bereit an der Dürrung? Safe? Gut, gut. Deswegen liegt das alles ja hier. Du darfst dir selber Dürrung machen. Ja, ja, ja. 100 Gramm, 1 Portion. 100 Gramm, 1 Portion. Also 100 Gramm pro Portion. Das sieht aber ein bisschen geil, Mann. 100 Gramm. Also wenn das 100 Gramm ist und so viel, dann ist das auch wirklich sehr schön hauchdünn geschnitten. Ja, ne? Ja. Das sieht auch probier mal nur das Fleisch. Ja, safe. Das ist geil, ne? Richtig fettig. Wallah, das geht auch dazu, ich weiß jetzt schon. Ich finde aber gut, dass er viel kaut, bis er was sagt. Also, du bist ein Mann vom Fach. Das ist Jungbullenfleisch. Jungbullenfleisch, Digga. Ja, Mann, das ist gut. Was heißt das? Kein Lamm, ja. Kein ganzes Rind, kein Kalb dazwischen. Das war ein jugendlicher Schabert. Ist das gemischt so oder wie? Gemischt mäßig oder wie? Jungbulle, nee, Jungbulle. Ja, ja. Joghurt warm. Ja. Joghurt. Ja, so. Was kommt geil? Bro, weißt du, was geil kommt? Wenn du dir so ein Dürrum machst und dann hinterher dir einen Schluck Ayran gönnst. Wallah, das ist sehr nice. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ayran ist aber auch geil. Ja, Ayran ist sehr nice. Also, jetzt machen wir ein Dürrum. Ja? Ja. Ich leg alles rein. Boah, der Ayran kommt geil. Oh. Ich weiß nicht, ob du so ein Schlaftyp bist, aber es muss auch auf jeden Fall rein. Nein, sehr nett. Mein Magen, ich bin seit 4 Tagen hier in Istanbul. Findest du nicht? Aber ich bin seit 4 Tagen im Akkord am Schaufeln. Wenn ich die jetzt gebe, ist mein Magen. Aber ist die so scharf, oder? Es gibt Knockout für meinen Magen. Ja, komm hier, Bismillah und Räuber mit Bruder. Einen, pull einen rein. Wir auch nicht so. Nein. Komm. Du hast meinen Vater ausgepackt, was ist das? Pack mal, beiß nur jeden rein. Ja? Das schmeckt doch richtig schön warm. Nein, kein Bock mehr. Warum? Du hast in dieser Experience für den Döner trainiert. Ich hätte nie was sagen sollen. Ja? Nee, aber ich weiß, die werden auf jeden Fall was können. Die sind so scharf, die nicht. Mit Eiran, mit Eiran. Weiße Pommes rein. Boah, ich wüsste, am Belegen ist der Abo. Guck mal, Abo ist ein kleines Döner. Papi Chulo. Sieht aber gut aus, gib zu. Absolut. Guck mal, Bro, ich sag dir, ich kann auch kochen, man entwickelt sich weiter. Was hast du da jetzt gemacht, Bro? Tomaten, Gurken, bisschen Oregano, was eh oben drauf war, und Zwiebeln und Fleisch halt. Warte noch auf Joghurt, mach ich auch gleich drauf. Was, warte, Joghurt? Nein, nein, ich will Joghurt dippen. Ah, okay. Tut mir leid, das existiere. Weil hat so mehr, gell? Ayran, Bro. Ayran, Bro. Mach mal mit Joghurt. Den dippt es mit Joghurt. Ja, jetzt habe ich dir was gezeigt. Ja, ja. Perfekt, mit Shadow 45, Digga. Als Kind, Walla, ohne Witz, als Kind hat meine Mutter immer mir Nutella-Brot gemacht. Ja. Und dann oben die Krönung immer so ein bisschen Nutella drauf. Ja, kenn ich. Löffel sauber machen, weißt du? Was mit dir? Ich mach noch gleich. Ich will eine Ansage machen. Ich mach jetzt diese Chili da rein, weil du mich disrespected hast. Warum disrespect? Ich will es dir zeigen. Boah, das schmeckt geiler damit. Hey, guck mal, Dings ist so ein Ding, so teuer, ich könnte locker 15 Euro bezahlen. Das ist auch easy. Boah, sehr geil. Brutal, ne? Geile Döner, ne? Ja, Mann. Richtig zart, nicht zu fettig. Ja, ja. Gut gewürzt. Hier in Türkei ist nicht jeder Döner gut, ne? Ja. Das ist wirklich so. Man muss auch, also ich glaube, ich würde behaupten, bei uns in Deutschland sind die Dönerbuden sogar besser aufgestellt wie hier. Teilweise schon, ja. Ja, Mann. Aber ich verstehe jetzt, dass er wirklich so knapp 17.000 gute Bewertungen hat. Das Ding ist halt, was ich auch sehr, sehr oft sehe, was du da nicht siehst, was man bedenken muss. Ja. In diesem Fleisch ist voll oft so Speck da dazwischen und so billig. Nein, aber hier nicht. Nein. Das hast du gut erkannt, aber. Oh, guck, der Food-Experte. Mach mir direkt noch einen. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich find's auch geil, du kannst es selber belegen, weißt du? Ja, das fühle ich auch, oder? Ja.
Alter, hast du was Schönes rausgesucht, Alter. Danke sehr. Was ist das für ein Döner, von dem du das genug bekommst, Allah? Ein auf Experiment. Pommes? Ja, das machen wir hier, aber auch viel auf ja, viele einen. Machen. Ja, ja, viele machen. Der Malik hat jetzt Gemüse-Kebab gemacht. Was ist das? Maliks Gemüse-Kebab. Das wäre doch was. Ich würde auch durchgehen als so ein Veganer, ne? Mit meinem Aussehen. Ja. Ja, das glaube ich auch. Oder wie seht ihr das, Mann? Hey Jungs, Milch ist Gift. Ich bin keine Milch. Ja, auf den Mist. Bro, weißt du, was nicht komisch ist? Ja. Diese Sachen mit Pommes in Dürren und so, ja. Das ist auch in Belgien voll in irgendwie. Das, da, in Holland heißt das Kapsalon. Genau. Mann, da voll viel Pommes und so rein. Hey Bro, gib zu, das zweite ist sogar noch geiler, ne? Welches? Ja, der zweite Döner das? Schmeckt ja. Jetzt sogar noch geiler. Aber bei mir war es so auf jeden Fall. Aber sag mal so, mit jedem Bissen werde ich immer trauriger, dass er gleich zu Ende geht. Das ist das Ding. Deswegen hast du meinen zweiten bestellt. Ja, deswegen bestellen wir jetzt gleich nach. Danke gesagt, ja. Abu, auf welcher Seite von Istanbul sind wir jetzt gerade? Sorry, Bro, off-cam, aber wirklich, in welcher Seite sind wir gerade? Welche Seite von Istanbul sind wir gerade? Europäische? Krass, das ist tatsächlich die europäische Wahnsinn, Seite. Wahnsinn, ist geil, wenn man Schachos Video guckt, da lernt man immer man was dazu. Wahnsinn, Schacho will es wissen. Ja, ja, ja. Wir sind gerade in Beykoz, Istanbul. Beykoz? Ja. Sicher? Was sicher, ich habe extra nachgeguckt für euch. Okay, wir sind in Istanbul, Beykoz, asiatische Seite, Bayram Luglu, wirklich mega geiler Laden. Mega starker Laden. Okay, guck mal. Was mich jetzt stark interessiert, yeah. Was ist deine Bewertung? Was ist dein Gesamtfazit? Also von 1 zu 10. 8,5. Ist gut. Ist gut. Acht aber das Ding ist, Schalhoff ist ein strenger Mann. Ich glaube halt, du hast sehr, sehr viel Essen schon inzwischen getestet. Ich habe sehr und da setzt man seine Messlatte auf. Die Dönerläden habe ich schon wirklich sehr viele abgecheckt. Ich liebe Döner über alles. Ja, Mann. Noch nicht ganz. Okay. Wir sind dabei. Noch ein Schluck. Also guck mal, Bro, Charo. Ich würde auch wie du sagen 8,5, aber Walla, wegen der Atmosphäre würde ich 9 geben. Wegen der Atmosphäre? Ja. Es ist ein bisschen zu viel Trouble. Es ist zu laut. Es ist laut. Bei so einem Kasten, es ist auch sehr hell. Ja, das ist das Ding. Aber das ist wieder auch ein Zeichen, die haben nichts zu verstecken. Hier ist alles sauber, alles clean. Das ist das Ding, ja? Ja, und das Service ist krass, Bro. Weißt du, was für ein Mensch ich bin, wenn ich irgendwo hingehe und jemand ist vielleicht Verkäufer oder Kassierer oder was weiß ich was und der ist schlecht gelaunt, das macht mich auch automatisch schlecht gelaunt. Ja, die sind cool drauf, also die haben uns wirklich sehr gut gefallen. Wenn ich halt sehe, dass die Leute auf jeden Fall gelaunt sind. Hier hast du auf jeden Fall YouTube-Bonus. Ja. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Hier hast du auf jeden Fall YouTube-Bonus. Und an sich nochmal, was der Tristan auch gerade gesagt hat, was sehr gut war, was du auch gefallen hast, der Döner ist nicht extrem fettig gewesen. Ja, ja. Also war wirklich mageres Fleisch, also war kaum Fett auf dem Teller, fand ich sehr gut. Und hast du auch gemerkt, das Brot, es fällt nicht krass auseinander, du kannst es gut ja, zubereiten. Ja doch, mein zweites ja, mein zweites war auch. Mein zweites Brot ist explodiert, Bruder. Mein erstes war aber gut. Ja. Weißt du, was ich auch geil finde? Hier wird mit Basics gearbeitet, hier wird nichts versteckt, wir haben keine krassen Soßen. Nein. Wir haben einfach, guck mal, wir haben einfach noch Zutaten. Wir haben Nature. Brot, Natur. Wir haben Fleisch, Natur. Wir haben Tomatengurken. Geil, oder? Was ist eigentlich deine Meinung? Findest du, wenn ein Fleisch richtig gut ist, braucht es keine Soße? Nein. Braucht keine Soße? Das Ding ist, ich kann das nicht. Dann müsste so ein Joghurt reichen. Okay, krass. Bei mir ist, Bro, ich bin Soßenfan. Ich muss sagen, ich war in Deutschland. Bei einem Dönerladen, der wird richtig krass gehypt. Und der hat auch Döner, also Schichtfleisch und Joghurt getan. Und der war bei weitem nicht so gut wie der hier. Krass. Ja, bei weitem. Du weißt, was ich meine, ne? Und da kommt demnächst auch nochmal ein Video dazu. Ansage. Ja. Der war so. Weiß ich nicht. Ich hab den Hype für diesen Laden nicht verstanden. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Das ist ein guter Döner. Wow. Ist das der mit diesem langen Brot? Ist ein guter Döner, ne? Ist wirklich ein guter Döner.
aber nicht das, was er bekommen hat, verdient er nicht. Das dachte ich auch. Wallah, allein beim Zugucken dachte ich mir das schon. Aber in meinen Augen null. Wallah, ich bin sehr, sehr gespannt. Wallah, ja, sehr gespannt. Ist gut, aber nicht so, wie die das da drüben bei uns in Deutschland erzählen. Da werden die Karten demnächst neu gemischt, wa? Kann man sagen? Kann man sagen. Jungs, ich danke euch für die Einladung. Ja, Mann. Danke, dass ich da dabei sein durfte. Wallah, Sharo, ein sehr sympathischer, süßer Ehrenadamsin. Was willst du trinken, Habibi? Willst du was Süßes noch haben? Willst du noch was Süßes haben? Dabei. So, Leute. Wir wissen noch nicht genau, wann das Video von Abo erscheint. Auf jeden Fall bei Abo auf dem Kanal. Schaut mal bitte vorbei. Der macht auch wirklich geilen Food-Content. Der checkt hier wirklich Istanbul, dreht da auf links und rechts um. Und da müsste auch ein Video, Und da müsste auch ein Video, jetzt, wir wissen es nicht, ob es online der jetzt schon ist oder noch nicht online. Auf jeden Fall ist da nochmal ein Video, wo wir ganz süß Baklava wegsnacken. Okay, ja? Safe. Inshallah. Guck mal, Bro, ich werde einfach so machen, wenn das schon die Woche oder, wenn das schon die Woche davor online kam, mache ich noch ein Video und da blende ich auch kurz dein Gesicht. So, Friends, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst uns ein bisschen Liebe da. Assalamu alaikum. Abo.